Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und vorab wünsche ich euch allen erstmal einen guten Start ins neue Jahr. Frohes Neues. Ich wünsche euch allen viel Gesundheit, Zufriedenheit, Glück und natürlich passend zum Thema schöne Thailand-Urlaube bzw. eine schöne Zeit in Thailand. Wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin jetzt hier eine kleine Runde spazieren und dachte mir, ich mache mal jetzt einen kleinen Rückblick 2022, ein bisschen spät dran. Hatte ich ja eigentlich schon ein bisschen vorher oder früher vorgehabt, die letzten Tage, aber hatte ich so ganz hingehauen. Deswegen machen wir es einfach jetzt plus ein paar Sätze zum Jahr 2023. Wie sind so die Pläne? Welche Gedanken hat man so? Natürlich alles so ein bisschen im Bezug auf Thailand. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit einem kleinen Rückblick an 2022 in Bezug auf Thailand. Ja, auch da ein relativ wildes Jahr, zumindest das Jahr fing halbwegs wild an. Wir sind im Ende Januar, Anfang Februar, Ende Januar kamen wir schon an. Genau, sind wir über die Phuket Sandbox eingereist. Den Flug habe ich schon im Dezember, meine ich, gebucht gehabt 2021. Und der ein oder andere kann sich an die wilde Zeit erinnern. Dann hieß es hier mit dem Test and Go teilweise geht nicht mehr, ausgesetzt, vorübergehend und hast du nicht gesehen. Da war da noch eine kleine Zitterpartie. Dann wurden die Flüge noch umgebucht über Phuket und dann war man am Überlegen. Also eigentlich war es ein Nonstop-Flug Frankfurt zu Wanapum Airport. Dann mit Zwischenstopp Phuket. Auf einmal wurde dann durch Thai Airways so hinzugefügt. Und ja, dementsprechend sind wir dann über Phuket geflogen. Das Test-and-Go-Ding war ja vorübergehend irgendwie ausgesetzt und. Ja, somit haben wir uns dann für die Phuket Sandbox entschieden, konnten den Flug dann so ändern, dass wir halt ja im Phuket rausgehen oder am Rückflug ganz normal Suvarnabhumi Airport, Phuket und Frankfurt dann. Also normal, so war das halt auch nicht gebucht, aber naja, war halt der kurze Zwischenstopp beim Rückflug auch noch auf Phuket. Ja, das hat auf jeden Fall alles geklappt im Nachhinein betrachtet. Phuket war eine sehr angenehme Zeit, dennoch sehr wild mit der ganzen Testerei, mit den ganzen Vorschriften, Maßnahmen und da war die Lage definitiv noch ein bisschen angespannter und man konnte trotzdem natürlich schön Urlaub machen, so war es nicht, haben wir auch gemacht. Wir haben die Zeit genossen, schönes Hotel gehabt und schöne Strände dort gesehen, Phuket auch mal so ein bisschen noch erkundet, Bootstour gemacht etc. Also es war schon eine sehr angenehme Zeit. Ja, das hat aber auch Gott sei Dank alles geklappt, dass wir ganz normal den Urlaub da verbringen konnten und nicht in irgendeine Quarantäne da mussten oder sonst irgendwie was. Und ja, das war dann erstmal so der erste Urlaub Anfang des Jahres 2022. Dann verging ein bisschen Zeit und dann ging es Ende September wieder nach Thailand ohne Einreisebeschränkungen, ohne irgendwelche Papiere, die man da beantragen musste oder irgendwelche Special Hotels, die man da buchen musste. Also quasi relativ normal. Die meisten Lockerungen oder Vorschriften vor Ort waren auch schon nicht mehr gültig, sage ich jetzt einfach mal. Also man konnte relativ normal Urlaub machen hier und da. War halt immer noch mal eine Maske tragen oder irgendwie. Oder halt die Sperrstunde, sage ich mal. Aber die war ja dann auch schon relativ spät. Ich sag mal, ich meine, um 2 Uhr war jetzt zumindest in Pattaya dicht. Im Februar war es, meine ich, noch um 23 Uhr oder 22 Uhr. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Irgendwie sowas. Also auch da, ja, weitgehend Lockerung. Und das war schon okay. Und zweimal hat es dann geklappt letztes Jahr. 2021 war ja nichts mit Thailand. 2020 waren wir Anfang des Jahres noch in Thailand. Und es waren zwei wirklich sehr schöne Urlaube, trotz der ganzen Situation. PS, ich hoffe, man hört alles hier halbwegs gut. Ist ein bisschen windig heute. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ist jetzt aber nicht frisch oder so im zweistelligen Bereich die Temperaturen. Also das geht klar. Und die Urlaube waren sehr schön. Das war so Thailand 2022. Da gibt es eigentlich nicht mehr allzu viel zu sagen. Ihr kennt vielleicht zum Teil die Videos, die ich von vor Ort gedreht habe. Da habe ich ja auch zu den aktuellen Situationen etc. auch schon mal hier und da was gesagt. Ja, 2023, was steht an? Urlaub nach Thailand jetzt im Frühling anvisiert. Mal schauen,
beziehungsweise nicht mal schauen, aber ist anvisiert. Und ja, wie es im weiteren Verlauf so aussieht, die Probleme haben sich geändert, würde ich jetzt mal sagen. Also vor ein, zwei Jahren waren andere Probleme, was den Urlaub nach Thailand betrifft, für uns alle, als es jetzt sind. Ich denke mal, was vielen ja derzeit auch ein kleines Kopfzerbrechen macht, was ich auch verstehen kann. Und ich sehe es halt auch bei Facebook etc. Da tauchen diese Fragen, diese Kommentare halt immer auf zu den Flugpreisen. Das ist natürlich ja stark gestiegen, je nach Datum sowieso. Aber die Flugpreise sind ja doch schon ziemlich, ja, kann man explodiert sagen. Also es ist schon einen Tacken teurer geworden, definitiv. Und gerade natürlich auch für jeden individuell natürlich, wo der eine sagt, ach ja, die 100, 200 mehr ist für den einen dann schon, für den anderen schon wieder viel Geld. Oder wenn man Familie hat und jeder hat ja seine anderen Gründe. Jeder setzt seine Prioritäten anders etc. Und ja, auch da, wenn man so die News verfolgt, wer weiß, oder auch da wurde schon zugesagt, dass die Preise eventuell noch weiter steigen könnten. Ja, und somit überlegt sich dann auch der ein oder andere vielleicht, ob es dann noch zwei oder dreimal im Jahr Thailand sein soll, kann, muss oder ob man es dann vielleicht auf einmal beschränkt oder so. Wie gesagt, da hat jeder so seine eigenen Beweggründe. Man wird abwarten, wo da so die Reise hingeht diesbezüglich. Hoffen wir mal, optimistisch jetzt betrachtet, dass sich die ganze Lage einfach wieder ein bisschen beruhigt, die Preise sich wieder so ein bisschen herunterregulieren. Ne? Klar, ist immer auch so ein Thema. Wir reden hier von begrenzten Rohstoffen, aber ja, hat es halt immer auch mal gegeben, dass Preise auch wieder gesunken sind. Also hoffen wir in dem Falle einfach mal das Beste. Und ja, ansonsten Thailand ist soweit alles wieder halbwegs in der Normalität. Oder ja, zum größten Teil kann man sagen. Und das auch gut, so dass es ja wieder seine normalen Wege geht. Habe es im letzten Urlaub ja auch schon gemerkt. Es ist wieder viel mehr los etc. Und ja, einfach nur für den Tourismus jetzt betrachtet und für die Menschen, die davon abhängig sind, die davon leben. Gute Sache, was soll man dazu natürlich sagen, ist ja völlig in Ordnung. Ja, das dazu, sonst 2023 keine großen Thailand-Projekte in dem Sinne geplant. Natürlich wie immer zur Familie, ans Meer und alles andere schauen wir mal. Einfach einen schönen Urlaub machen und gucken, was sich so ergibt, wie es so weitergeht etc. Das ist so, ja, eigentlich relativ unspektakulär halt. Urlaub in Thailand ist geplant. Keine Auswanderungspläne oder keine Projektpläne, irgendwie Baupläne oder sonst was. Einfach Urlaub und ja, eine schöne Zeit haben. Ja, könnt ihr mir gerne auch mal jetzt oder später in die Kommentare schreiben, wenn ihr mögt. Wie sind eure Thailand 2023 Pläne? Wie ist die Lage? Was habt ihr so vor? Wo möchtet ihr hin? Was möchtet ihr sehen? Habt ihr, wie ich gerade schon sagte, was ich jetzt nicht habe, oder ne, irgendein Bauprojekt vor oder ein anderes Auswanderungsprojekt etc.? Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr mögt. Und ansonsten, was bleibt mir zu sagen? Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Wie gesagt, einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt alle miteinander gesund. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.